Mein Name ist Andrea Bosaitone. Ich mache den Test Nummer 1 von den Quarterfinals für die Individuals. Heute ist der 9. April. Der Workout wurde gestern released, beziehungsweise gestern Nacht. Und ich mache das in meiner Garage. Hier ist das Rope. Hier sind die 22,5er Dumbbells. Hier drüben mache ich meine Handstand Push-Ups. Und let's do it. Von meiner Seite. Jetzt sind ja die 5 verschiedenen Tests für die Quarterfinals rausgekommen, für die Individuals. Ich habe mich da nicht angemeldet, weil ich ja in der Age Group starte und das ist dann erst im Mai. Trotzdem teste ich natürlich die Workouts, um auch ein Feeling dafür zu bekommen, wie so ein Wochenende läuft mit den verschiedenen Anforderungen, die man hat. Ich habe jetzt heute Morgen auf nüchternen Magen mal Test Nummer 1 gemacht. Das ist auf jeden Fall ein schöner Schulterkiller. Ja, Handstand Push-Ups strict, dann die Dumbbell Movements, die Double Unders fallen auf jeden Fall schwer, auch wenn es nur 50 sind. Die Schultern fallen fast runter und das Ganze in 10 Minuten, also ordentliches Workout, hat Spaß gemacht. Habe jetzt gerade das Frühstück reingedrückt und jetzt geht der Tag weiter. Wir sehen uns nachher zum zweiten Test. So, wir haben immer noch Freitag. Ich mache jetzt Workout Nummer 2 bzw. Test Nummer 2 mit diesem schönen Gerät hier. Ich teste es mal an. Also, mache mich jetzt warm und dann geht's ab ins Workout. Ich bin hier im Athletic Fitness Club in Leonberg, meinem Home Gym.
Andrea Busaitone im Athletik- und Fitnessclub Leonberg. Test Nummer 4. GHD Sit-Ups, Rope Climbs und Pistol Squats. 20 Minuten Timecap. 9. April, Freitagabends. Let's go. Okay, ich habe spontan Test Nummer 4, die 4RM Front Squats vorgezogen und jetzt auch schon am Freitag gemacht. Das jetzt so eine gute Idee war, weil ich mache jetzt Test Nummer 2 im Anschluss. Ja? Okay, wir werden es nachher sehen, wie das sich ausgezahlt hat. Ich melde mich später nochmal nach Test Nummer 2. Come, come, come.
Okay, es ist Samstag. Ich bin auf dem Sofa gelandet, weil mir mein Schlaftracker auch gesagt hat, Regeneration mittelmäßig, nicht besonders gut. Der Freitag war auf jeden Fall ordentlich. Morgens habe ich Test Nummer 1 gemacht, diese Bye-Bye Shoulders, Shoulder Pain, Shoulder Killer. Dann habe ich den Tag über ganz normal verbracht, meine Coachings gemacht. Und abends habe ich dann spontan noch Test Nummer 4 vorgezogen. Das waren die schweren Front Squats, die 4 Front Squat Wiederholungen innerhalb von 20 Minuten. Das war sozusagen mein Warm-up für Test Nummer 2 mit den GHD Sit-Ups. Ich habe allerdings, dadurch, dass die GHD Sit-Ups nicht so in meinem Repertoire sind und ich da technisch noch ein bisschen eingeschränkt bin, habe ich nicht mit den großen Zahlen angefangen, sondern mit den kleinen. Ich habe also die 30er Runde gemacht, die 40er und die 50er Runde und dann war die Zeit durch. Die 60er habe ich nicht gemacht, habe natürlich jetzt einen ordentlichen Muskelkater im Rumpfbereich, werde heute wie immer den Samstag pausieren. Das ist natürlich nicht nach normalem Regelwerk, allerdings bin ich ja auch nicht im Leaderboard eingetragen. Aufgrund von der Altersstruktur bin ich ja in der Age Group dran und deswegen werde ich morgen am Sonntag dann den Test Nummer, was ist es dann, 3, Test Nummer 3 machen. Das sind die Wallballs und Kalorienrudern 120 und dann noch die Snatches mit den Burpee Box Jump Overs auf der hohen Box. Genau, also Test Nummer 3 und Test Nummer 5 kommen dann morgen. Heute ist mein Regenerationstag, mein Chilltag und morgen greifen wir nochmal an. Alright, wir haben jetzt Sonntag. Es ist sozusagen offiziell der dritte Wettkampftag für die Individual Athletes. Ich treffe mich mit meinem Kumpel, dem Steffen, und wir machen zusammen, mal schauen, ich will auf jeden Fall Test Nummer 3 machen, Wallballs und Kalorienrudern, und dann Test Nummer 5 machen, die Snatches und die Burpee Box Jumps. Ja, also es geht in ein paar Minuten los und es gibt nachher natürlich wieder ein Trainingsvideo und auch ein nach dem Workout Video. Boom! Komm mal her, Steffen. Also, das ist jetzt Test Nummer 5. André und Steffen am Start. Eigentlich mal wieder ein Workout zusammen. 7 Minuten. Snatches und Burpee Box Jumpovers. Das ist schon eklig beim Aussprechen. 963. 963, genau. Gewicht ist ja egal.
5,25 oder was genau? 7,25. Ja. Okay. Andrea, wo seid ihr? Ne, wir machen. Ich mache. Steffen ist auch noch da. Allerdings passiv. Workout Test Nummer. Ich muss kurz gucken. 3, glaube ich. Ja, Test Nummer 3. Sonntag. Nachmittag, Sonntagabend kurz vor 7. 120 Wallboards. 120 Kalorien rudern. Timecap 15 Minuten. Oh, hätte die Scheiße.